Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Wolfgang Klafki die Ziele seiner kritisch-konstruktiven Didaktik beschreibt. Für Wolfgang Klafki steht im Mittelpunkt kritisch-konstruktiver Didaktik die Ausdifferenzierung zwischen Didaktik und Methodik des Unterrichts. Die Methodik beschreibt dabei, wie etwas unterrichtet wird. Das muss nach Klafki begründbar sein. Die Didaktik beschreibt, was unterrichtet wird, was auch begründungsbedürftig ist. Das Thema des Unterrichts bzw. die Strukturierung muss durch die passende Methode näher gebracht werden. Die Lehrerin bzw. der Lehrer soll nach der Bestimmung der Ziele und Inhalte methodische Schritte vornehmen. Diese Schritte sollen die organisatorischen Voraussetzungen des Unterrichts sichern, die zeitlichen Abschnitte oder Unterrichtsphasen erläutern, die Formen des Unterrichts umfassen und die Unterrichtsmedien deutlich machen. Klafki hebt das exemplarische Lernen und die innere Differenzierung des Unterrichts in den Mittelpunkt. Der Lernende bzw. die Lernende soll durch den exemplarischen Unterricht anhand von Beispielen verallgemeinerbare Kenntnisse bzw. Tätigkeiten erarbeiten. Die Methode ist eng an den Inhalt und an das Bildungsziel bei Klafki geknüpft. Deswegen sollen die Einsichten, die der Lernende bzw. die Lernenden gewonnen haben, auch neue Strukturierungsmöglichkeiten bzw. Lösungsstrategien ergeben. Wie innere Differenzierung am besten zu bewerkstelligen sei, beschreibt er über ein Planungsraster, das zur schülerbezogenen Variation nicht nur inhaltliche und methodische Momente berücksichtigt, sondern auch herausstellt, dass die Modifikationen sowohl für die einzelnen Unterrichtsphasen als auch für die eingebetteten Handlungsebenen geplant werden müssen. Das heißt, dass der Lernprozess am Entwicklungsstand des einzelnen Lernenden bzw. der einzelnen Lernenden ansetzen muss und die Entwicklung nachvollzogen werden kann. Des Weiteren sind aktive Lernformen, wie zum Beispiel Gruppenarbeiten, Experimente und Projektunterricht von großer Bedeutung. Die Methode des Unterrichts muss für Wolfgang Klafki begründbar sein und den Vorkenntnissen und Bedürfnissen der Lernenden sowie dem Thema des Unterrichts angepasst sein. Klafki hebt die innere Differenzierung des Unterrichts und die Methode des exemplarischen Lernens hervor. Dabei betont er die individuellen Lernprozesse im Entwicklungsstand des einzelnen Lernenden bzw. der einzelnen Lernenden. Zusammenfassend verdeutlicht Wolfgang Klafki in seiner Konzeption der kritisch-konstruktiven Didaktik, dass die Methodenwahl bei der Planung des Unterrichts von vier Aspekten abhängt. Als erstes nennt er die organisatorischen Voraussetzungen des Unterrichts, als zweites die zeitlichen Abschnitte bzw. Phasen des Unterrichts. Als dritten Aspekt nennt er die Unterrichtsformen, die mit einbezogen werden müssen. Und als viertes nennt er die Unterrichtsmedien, die in der Planung und Auswahl der Methode berücksichtigt werden müssen.